Gefangen allesamt und ich allein von Sitta begnadiget. So weiß der Patriarch, was er zu wissen braucht. Eine Sprachorgie, so nennt Regisseurin Katrin Plüttner Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing. Bis sie sich für das Stück begeistern konnte, hat's gedauert. Ich dachte immer, der Derwisch wollte aus dem machen lassen. Komm, lass dich umarmen, Mensch! Erstmal habe ich mit dem Stück mich lange anfreunden müssen. Ich habe es in der Schule lesen müssen, wie wahrscheinlich jeder. Und da hat man natürlich erstmal so seine Vorurteile und denkt so an einen grauen Gutmenschen Nathan, alles so in beige am besten noch von den Kostümen. Da hatten wir jetzt nicht so eine Lust drauf. Wir wollten, dass es ein sinnlicher Abend wird, dass man das wirklich auch in den Orient farbig verlegt, dass es irgendwie sehr bunt ist. Genau, das ist unser erster Zugriff gewesen. Ich fühlte mich nur schmeichelig. Anders als im Original ist auch die Besetzung. Die Regisseurin hat sich ganz bewusst dafür entschieden, dass die Rolle des Sultans weiblich sein soll. Für Außenstehende besonders erwähnenswert. Nur so weiter, ihr Haare, nur so weiter. Sie ist schon recht. Das ist überhaupt nichts Spezielles, sage ich mal, dass das eine besondere Lesart wäre oder so, sondern man verhält sich einfach dazu, dass früher Frauen am Theater nicht so wirklich gespielt haben, weil das nicht üblich war, dass man das als Beruf ergriffen hat, weil das ja immer so mit einem Bein in der Prostitution auch gewesen ist. Das ist heute ja zum Glück anders und es gibt einfach 50% Frauen und dann guckt man einfach, wie kann man das auch repräsentieren, weil man muss ja nicht die Zustände, die früher scheiße waren, weiterhin dann quasi auf der Bühne immer wieder weiter erzeugen. Und das sind jetzt einfach 50-50, vier Männer, vier Frauen. Also eigentlich ist es nichts Besonderes und es ist eher schlimm, dass man jedes Mal eigentlich dazu interviewt wird oder so. Also ich kenne das eigentlich schon aus allen Arbeiten, die ich mache. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein. Selbstverständlich für Schauspieler sich intensiv mit ihren Rollen auseinandersetzen. Die Proben dauern üblicherweise 6 Wochen. Lessing ist aber ein besonders harter Brocken, fordert von den Schauspielern alles. Vor allem schwierig zu lernen. Ich hatte tatsächlich sehr. Es dauerte alles 2 Tage länger, bis die Texte drin waren. So. Aber natürlich macht das ja auch was ganz Großes aus, denn diese Sprache in der Komplexität hat natürlich eine unglaubliche Wucht dann. Eine unglaubliche Wucht ist die Inszenierung am Landestheater. Ein Sprachfest mit buntem Bühnenbild und schauspielerischen Höchstleistungen.